Hi, ich bin Lauri. Ja, ich bin Nico und wir haben Dieter auch dabei. Genau. Ich wusste jetzt nicht, dass uns heute so eine Ehre zuteil wird, dass wir jetzt irgendwie als Klimacamp Augsburg da so groß in Szene gesetzt werden. Ich bin auch gerade noch ein bisschen ergriffen von deiner tollen Rede, Inge. Also wirklich, ich habe es so gefühlt, echt, also krass. Ihr habt hier was ganz, ganz Wundervolles aufgebaut. Ich hoffe, das ist euch klar. Wir kommen ja jetzt gerade aus Augsburg und wir hatten das Glück, ein bisschen vor euch dran zu sein. Das ist unsere, quasi, das ist das Einzige, in dem wir euch voraus sind. Einfach nur zeitlich im Vorsprung. Ansonsten, also wir kamen hier vorhin an und ich bin einfach hellauf begeistert von dem Camp selber, aber auch von den Menschen. Diese Demo war auch so, die war einfach nice. Also die war einfach, die hatte irgendwie den richtigen Drive. Und ihr macht das hier richtig geil, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, was ich sonst, also Augsburg und Nürnberg sind sicher sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, die Menschen, die schon in Augsburg waren, die haben das gemerkt, wir haben einen anderen Fokus. Wir sind vielleicht in manchen Bereichen irgendwie, machen wir radikalere Aktionen manchmal. Vielleicht ist das aber auch ganz anders und ist nur unsere Wahrnehmung. Auf jeden Fall habt ihr hier so, ich weiß nicht, es ist so schön hier zu sein. Es fühlt sich so gut und richtig an und ich freue mich auf die nächsten Tage, auf die ganzen Austausche. Und ich kann euch nur von ganzem Herzen gratulieren und glückwünschen zu dem, was ihr hier in 250 Tagen geschaffen habt. Und euch von ganzem Herzen danken, dass ihr ein Teil davon seid und es hoffentlich auch lange sein werdet. Und ich kann dir da nur beipflichten, wir wachsen, wir werden größer, wir werden uns selber empowern, jeden Tag ein bisschen mehr und wir werden dieses Ding rocken. Und wir werden den Menschen, die da oben sitzen und irgendwie das in der Hand haben, wir werden denen richtig Feuer in den Arsch machen. Und zwar im ganzen Land, in allen Städten in Deutschland wird es Klimacamps geben. Es gibt jetzt in Erfurt, es gibt jetzt in Hamburg, es gibt jetzt überall in Deutschland gibt es Klimacamps, Tränen und ey, ich feiere es und ich feiere euch. Ja, ich habe auch noch dazu sagen, in Augsburg habe ich das selber so mitbekommen und hier habe ich das jetzt auch schon gesehen, in einigen paar Stunden, die ich da bin. Dass ein Klimacamp einfach ein Ort der Begegnung ist. Hier kommen super viele unterschiedliche Menschen zusammen und jeder wird aber auch so akzeptiert, wie er ist, mit seiner Meinung, die er hat. Hier wird ein konstruktiver Austausch findet statt. Deswegen finde ich es auch umso schöner, wenn wir aus einer anderen Stadt hier zu Besuch sein können. Von euch waren auch schon sehr viele bei uns in Augsburg da. Und nochmal anschließend an wir wachsen und so weiter. Wir können auch alle voneinander lernen und ich freue mich auf den Austausch der Woche, die wir jetzt da sind und denke, dass wir viel voneinander lernen können und so können wir weiter wachsen, so können wir uns weiter gegenseitig empowern. Ja, Klimacamps im ganzen Land. Ich wurde gerade von Niki darauf hingewiesen, ob wir noch kurz was sagen können, wie das bei uns angefangen hat. Ich würde das einfach noch kurz machen, wenn es euch interessiert. Also ich muss auch sagen, es ist ein bisschen witzig. Erstes Mal, ich habe das Gefühl, wir sind die ersten Menschen aus Augsburg, die nach Nürnberg kommen. Ich möchte mich im Namen aller Menschen aus Augsburg entschuldigen, dass es die ganze Zeit Leute aus Nürnberg nach Augsburg schaffen, aber nie andersrum. Wir versuchen das jetzt zu korrigieren und es einfach in doppelter und dreifacher Power irgendwie zurückzuzahlen. Augsburg ist entstanden als Protestbewegung gegen dieses unsägliche Kohleeinstiegsgesetz, das letztes Jahr im Juli verabschiedet wurde. Das war eine ziemlich spontane Nummer aus einer Frustration heraus, dass es irgendwie, weiß nicht, eineinhalb, zwei Jahre Fridays for Future gab. Riesendemos, 1,4 Millionen Menschen werden mit größten global streiken und dann kommt so eine Kacke, sorry, ich muss es einfach so sagen. Und wie ihr alle das vielleicht auch empfunden habt, haben wir eine riesen Ohnmacht und Frustration gefühlt.
dann hat sich daraus eben eine Gruppe von Menschen spontan zusammengefunden. Ich war da gar nicht dabei, ich war da gespannt an der Nordsee. Ich kann das auch jetzt nur so erzählen, wie das halt eben war. Und die haben dann gesagt, ey, wir gehen jetzt vors Rathaus und wir fordern jetzt von der Stadt Augsburg ein, dass sie sich gegen dieses Gesetz positioniert. Wir wissen, dass sie das nicht alleine kippen können. Aber wenn das vielleicht in anderen Städten auch noch machen, da gab wirklich, es war wirklich der Stöd, wir verhindern jetzt dieses Gesetz. Und naja, dann war vielleicht, gab es auch eine kurze Besetzung im Rathaus und dann war vielleicht auch in der Hundertschaft von der Polizei kurz da. Da könnte so passiert sein. Auf jeden Fall hatten wir dann eine Situation, in der es kurz davor war zu eskalieren. Und es war wirklich alles, also diese Spontanität möchte ich hervorheben. Also es war wirklich keine lang geplante Aktion, wir gehen jetzt hin, sondern es war aus diesem Impuls heraus entstanden. Und dann gab es die Situation, wo dann die Polizei ins Gebäude reinging und die Menschen wieder rausgeholt hat und dann wurden die da draußen gekesselt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Polizeikessel war. Es ist keine schöne Situation und es gab wirklich so die Situation, dass es hat sich ziemlich spannend aufgebaut. Und aus irgendeinem Grund hat sich das dann aber insofern entladen, dass da eine Versammlung angemeldet wurde, direkt am Rathaus. Die Menschen sind da hingegangen, haben sich wahrscheinlich Glas bringen lassen und irgendwie Isomatten und haben angefangen, da zu campen. Und diese Versammlung war angemeldet, open end, so bis gehandelt wird. Ja. Und dann wurden da irgendwelche Europaletten angeschleppt und irgendwie, keine Ahnung, dann war da eine Plane und das wurde alles so rudimentär zusammengeschustert. Und auf einmal war dann ein Dauercamp. Und nach 7 Tagen hat die Bürgermeisterin der Stadt Augsburg, Eva Weber, die juristisch ist, uns missverständlich klar gemacht, das ist hier keine Versammlung, ihr werdet hier nicht vom Versammlungsrecht gedeckt, ich dulde euch jetzt hier noch so und so lang und dann werden wir geräumt. Und wir hatten Gott sei Dank solidarische Unterstützung von einer Anwältin, der ich an dieser Stelle nochmal meinen großen Dank aussprechen will, die uns geholfen hat, dagegen zu klagen. Und da zeigt sich auch mal wieder, wie vielfältig die Beiträge sein können für Klimagerechtigkeit, für diese Bewegung, die wir da haben. Menschen haben unterschiedliche Kenntnisse, Fähigkeiten, Potenziale. Das ist so toll, dass wir das alle hier einbringen können. Mit dieser Klage sind wir dann vor das Verwaltungsgericht gegangen. Das Verwaltungsgericht hat uns Recht gegeben. Das war natürlich eine unglaubliche Befriedigung, nachdem uns davor die Bürgermeisterin gesagt hat, ihr könnt hier nicht sein, weil das ist hier keine Sache. Also, das war ein großartiges Gefühl. Und ich finde so, danach sind die natürlich in Berufung gegangen gestanden. Und das war geil, weil ich kann nur sagen, Klagen zu haben mit der Stadt und dann Recht zu bekommen, überhaupt, das bringt das Thema Klimagerechtigkeit krass in die Medien. Auf einmal war der Bayerische Rundfunk da und überhaupt und alle waren so da und wollten das berichten. Es gab ja dann auch Tagesschau und alles in der Folgezeit. Auch, und auch gerade wegen dieser Klage, weil ich das uns wegmachen wollte. Also es ist gut, wenn du nicht gewollt bist. Es ist gut, wenn es da, weil das bringt das Thema nach oben. Und ich finde, so meine zwei wesentlichen Erkenntnisse, die ich so daraus ziehe aus dieser Stehung. Ich meine, danach haben wir Recht bekommen, dann haben wir angefangen, groß aufzubauen und irgendwie danach, schaut euch an, kommt gerne vorbei, ich fühle euch alle herzlich eingeladen. Aber meine zwei wesentlichen Eindrücke sind so, einmal Spontanität und unvorbereitet sein ist manchmal längst nicht das Schlechteste. Einfach mal zu machen, so dieses Gefühl, die Energie zu nehmen, zu denken, boah, ich muss jetzt irgendwo hin damit. Und dann sind da 10 Leute und da gibt es natürlich Gedanken und dann kann das passieren und das und das und das. Aber das ist das Wichtigste, diese Energie zu nutzen und dann die Aktion zu machen. Und das kann mal schief gehen, das ist alles klar. Aber am Ende des Tages brauchen wir diese Energie. Wir brauchen dieses Bild, wo wir einfach richtig einfach, das kann emotional sein, und wie gesagt, aber macht das. Nutzt das. Wenn ihr das spürt, dass ihr das gerade habt, dann setzt das um. So machen wir das im Aufschwung in diesen Erfahrung gemacht. In den letzten 3 Tagen haben wir genauso Aktionen spontan gemacht und haben es geschafft, zweimal ein Banner ans CSU-Gebäude, vor das CSU-Büro aufzuhängen. Wurden einmal von der Polizei erwischt und beim zweiten Mal konnten wir es einfach so aufhängen. Die Polizei hat natürlich auch gleich gesagt, es ist hier strafrechtlich relevant. Der Hausfriedensbruch ist es, es ist nicht mal eine Ordnungswidrigkeit.
ja, einfach spontan sein, die Aktionen machen. Es kommt in die Presse, es schafft Aufmerksamkeit und ja, so bringt man das Thema unter die Menschen. Genau, also ich will einfach dazu aufrufen, dreister zu sein. Es ist wirklich Dreistigkeit. Wir brauchen diese Präsenz in den Medien. Wir müssen dieses Thema präsent halten, jeden Tag. Und wir halten es, also das ist halt wirklich so, übrigens das Ende vom Lied ist, die Banner wurden uns von der Polizei dann wieder ins Camp gebracht, auch die Leiter, die wir benutzt haben, mit der Aussage, ja, war wohl doch keine strafrechtlich relevante Aktion. Also, wirklich, das ist, ich bin selbst immer wieder erstaunt, was wir so machen und wie wir damit durchkommen. Aber wir brauchen genau diese Energie. Also, wenn ihr Bock habt, was zu machen, dann sucht euch die Leute und macht es einfach. Und am Ende werdet ihr sehen, es ist immer gut. Wir werden immer aus der Reise. Danke, dass ihr hier seid.